Also, wenn ich so sitze im Schanigarten von meinem Kaffee, bei meinem Vormittagsprosecco und bege mit Lachs, und da kommt so ein Roma-Mädchen daher und streckt die Hand aus mit dem einstudierten, traurigen Blick, die können das gut. Da nur den Kopf zu schütteln und wieder starr in die Zeitung zu schauen, dazu braucht man Nerven. Aber die habe ich zum Glück.